In den vorigen Videos haben Sie gehört, was alles nötig und zu beachten ist, um einem Algorithmus zu schreiben. Nun ist es an der Zeit zu sehen, wie leicht dies im Unterricht umgesetzt werden kann. Ich möchte Ihnen nun einige Grundkonzepte der Programmierung mit Hilfe des MicroBit näher bringen, wie sie von meiner Kollegin Nina Lobnik und mir ausgearbeitet und auch bereits unterrichtet worden sind. Es wird immer behauptet, Programmierung sei kompliziert und nur einem kleinen Kreis von Personen vorbehalten. Doch mit dem MicroBit ist die Programmierung schon für Kinder in der Sekundarstufe 1 spielerisch erlernbar. Ein großer Vorteil dabei sind die schnellen und anschaulichen Ergebnisse. Wie Sie in diesem Video erfahren werden, können schon sehr kleine Programme zum einen in der sehr intuitiv gestalteten Programmoberfläche, zum anderen am MicroBit selbst sehr gut veranschaulicht werden, was die Programmiererin oder den Programmierer zum Weitermachen motiviert. Ein weiterer Punkt ist die Möglichkeit, den MicroBit durch die verschiedenen Eingabemöglichkeiten, zum Beispiel Drücken von Tasten, Neigen oder Schütteln, entweder in der Programmierumgebung oder gleich am Gerät zu steuern. Man sieht also direkt, welche Auswirkungen das Programm bei einer bestimmten Aktion hat. Aus diesen Gründen eignet sich der MicroBit hervorragend als Einstieg in die Welt der Programmierung. Der MicroBit ist eine kleine programmierbare Platine. An der Vorderseite hat er zwei Knöpfe, die mit A und B gekennzeichnet sind, sowie 25 rot leuchtende LEDs zur Ausgabe von Symbolen, Buchstaben oder Zahlen. Außerdem besitzt er unten goldene Pins, die das Ansteuern von Geräten ermöglichen. Auf der Kopfseite sieht man die Micro-USB-Buchse, die eine Verbindung zum PC und damit zur Programmierumgebung ermöglicht. Auf der Rückseite befindet sich ein weiterer Knopf, der das Zurücksetzen des MicroBit und damit den Neustart des Programms ermöglicht. Die Buchse ganz rechts dient der externen Stromversorgung durch eine Batterie, was hilfreich sein kann, wenn man den MicroBit losgelöst vom PC zum Beispiel als Fernsteuerung verwenden möchte. Wie wird der MicroBit aber nun genau programmiert? Im Gegensatz zu textuellen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Java, C oder Python, wo die Programmierung durch selbstgeschriebene Befehle erfolgt, werden hier bereits vorgefertigte Blöcke miteinander mittels Drag und Drop, also hineinziehen, kombiniert. Der Vorteil hierbei ist, dass nur gültige Blöcke verbunden werden und es damit auch keine syntaktischen Fehlerquellen wie das Vergessen eines Strichpunkts geben kann. Dies soll den Einstieg erleichtern und Ihnen die Möglichkeit eröffnen, sich direkt mit den Programmierkonzepten auseinanderzusetzen, ohne auf die Syntax achten zu müssen oder Befehle auswendig zu kennen. Wenn Sie ein neues Projekt öffnen, werden Sie feststellen, dass sich am Anfang auf der Oberfläche genau zwei Blöcke befinden, nämlich beim Start und dauerhaft. Beim Start bedeutet, dass die Blöcke, die in diesen Block verschoben werden, genau einmal, nämlich bei Beginn des Programms, ausgeführt werden. Dauerhaft bedeutet, dass dieser Teil des Programms nach beim Start endlos wiederholt wird, und zwar solange der MicroBit eingeschaltet ist. Auf der linken Seite des Programmierfensters finden Sie mehrere Kategorien, in welchen die verschiedenen Blöcke gruppiert sind. Um einen Block in Ihr Programm zu integrieren, ziehen Sie ihn mit der Maus ins Programmierfenster. Blöcke, die grau markiert sind, sind falsch platziert und werden nicht ausgeführt. Um Ihr Programm am MicroBit ausführen zu können, verbinden Sie diesen zuerst mit Ihrem Computer. Er erscheint nun als neues Laufwerk in Ihrem Explorer. Laden Sie nun das Programm mit der Speichern-Schaltfläche in der MicroBit-Umgebung auf Ihren PC und verschieben Sie es im Explorer in das MicroBit-Laufwerk. Der MicroBit beginnt nun automatisch mit der Ausführung. In der Programmierumgebung finden Sie ganz links einen Simulator. Hier wird das aktuelle Programm virtuell ausgeführt. Sie können Ihr Programm also sehr einfach testen, ohne es jedes Mal gleich auf den MicroBit laden zu müssen. Der MicroBit besitzt, wie erwähnt, zwei Buttons zur Eingabe und 25 rot leuchtende LEDs zur Ausgabe. Doch wie können diese programmiert werden? Nun, was die Ausgabe betrifft, diese befindet sich in der Kategorie Grundlagen. Hier kann man Nummern, einzelne LEDs, Symbole oder ganze Zeichenfolgen am Display ausgeben lassen. Die Eingabe wiederum wird grundsätzlich durch die gezeigten beiden Blöcke gesteuert. Man kann beim oberen auswählen, welcher Knopf gedrückt werden soll, beim unteren eine Bewegung des MicroBit. Durch die Eingabe wird das dauerhaft unterbrochen und nach deren Ausführung wieder fortgesetzt. Im unteren Beispiel wird der Code im Dauerhaft
bei Schütteln des Mikrobit unterbrochen und der Code dort ausgeführt. Das heißt, ein Viereck wird kurz angezeigt. Grundsätzlich bietet der Mikrobit eine sehr große Bandbreite an Möglichkeiten. Von Würfelspielen über den Klassiker Schere, Stein, Papier bis hin zur Steuerung von kleinen Autos, sogenannten Bitbots, ist vieles möglich. Ich möchte mich an dieser Stelle allerdings auf drei grundlegende Konzepte beschränken, die Sie bereits in den Videos zur Algorithmisierung kennengelernt haben. Das sind Verzweigungen, Variablen und Schleifen. Zu jedem dieser Programmierkonzepte gebe ich Ihnen nun ein kurzes Beispiel für eine mögliche Anwendung mit dem Mikrobit. Das erste Beispiel verwendet die Verzweigung, um ein Orakel zu realisieren, das bei jedem Druck von A und B die Antwort auf eine gestellte Ja- oder Nein-Frage als Symbol anzeigt. Hier wird so lange ein Fragezeichen angezeigt, bis am Mikrobit die Tasten A und B gleichzeitig gedrückt werden. Passiert das, wird eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 gewürfelt und gleich überprüft, ob diese gleich 1 ist. Ist das der Fall, also die Zufallszahl gleich 1, wird ein Häkchen angezeigt, ansonsten, wenn die Zufallszahl gleich 0 ist, ein X. Es wird also während der Ausführung des Programms entschieden, ob ein Häkchen oder ein X angezeigt wird. Diese Entscheidung kann sich jedes Mal ändern, es wird ja jedes Mal neu gewürfelt. Je nachdem, ob die Zufallszahl 0 oder 1 ist. Je nach Resultat wird entweder der obere oder der untere Codebereich ausgeführt. Die Wenn-Dann-Ansonsten-Blöcke finden Sie, genauso wie die Vergleichsblöcke, in der Kategorie Logik. Kommen wir nun zu den Variablen. Eine Programmierung, die die Nutzung einer Variablen gut zeigt, ist ein Zähler. Als Beispiel könnte man damit die Schülerinnen und Schüler in einer Klasse zählen oder die gelaufenen Runden im Sportunterricht. Um das zu verwirklichen, muss man in der Programmierumgebung eine neue Variable anlegen, um sich diesen Wert zu merken und später abrufen zu können. Klicken Sie dazu auf die Kategorie Variablen und dann weiter auf die Schaltfläche Erstellen einer Variable. Nach der Eingabe des Namens erscheint die Variable in der Kategorie und kann nun verwendet werden. Bei dem hier programmierten Zähler wird der gespeicherte Wert am Mikrobit dauerhaft angezeigt. Wird die Taste P gedrückt, so wird der gespeicherte Wert mit der Zahl 1 addiert und der bisherige Wert überschrieben. Ab jetzt wird der neue Wert angezeigt. Der Wert zu Beginn des Programms ist 0. Schleifen sind das dritte Konzept, das ich mit Ihnen behandeln möchte. Sie kennen bereits eine Schleife, nämlich den dauerhaften Block. Der Inhalt wird wiederholt ausgeführt, bis das Programm endet. Die Schleifen, die ich Ihnen nun zeigen möchte, besitzen allerdings eine Abbruchbedingung. Man kann also kontrollieren, wie oft sie ausgeführt werden oder wann sie enden. Mit der Zählschleife gibt man die genaue Anzahl der Wiederholungen an. Im Beispiel blinkt ein Viereck 9-mal. Die Blöcke innerhalb des grünen Blocks werden genau 9-mal ausgeführt. Danach beginnt die Ausführung des Dauerhaftblocks, sofern vorhanden. Die zweite Schleife ist eine While-Schleife. Hier blinkt das Quadrat so lange, bis sich die Bedingung für die Schleife ändert. Am Anfang ist die Variable Start 0 und solange die Variable 0 ist, wird der Inhalt der While-Schleife wiederholt und das Quadrat blinkt. Sobald der Mikrobit geschüttelt wird, wird die Variable auf 1 gesetzt. Damit ist die Bedingung für die Schleife falsch, das Quadrat hört auf zu blinken und der Code in Dauerhaft wird nun ausgeführt. Lesen Sie sich nun bitte die einführenden Texte im Kurs durch und beantworten Sie die darin gestellten Fragen kurz und bündig.